Hallo, mein Name ist Svenji von den Konsolenprofis und wir zocken heute weiter Resident Evil 7. Wir sind jetzt hier in dem kleinen Räumchen, wo wir zwischengespeichert haben und wir gehen jetzt weiter und versuchen den Aufzug zu reparieren. So, da müssen wir natürlich jetzt hier hinaufklettern. Das machen wir jetzt auch erstmal. So. Hauen jetzt hier die Sicherung rein. So, Netzwerkkabel fehlt noch. Jetzt schauen wir nochmal, wo das Netzwerkkabel. Auf der Krankenstation 3F. Also müssen wir wieder hochklettern. Ich glaube, wir müssen dann durch diese Tür, die wir aufätzen können. Anders kann ich mir das nicht erklären jetzt momentan. Aber das ist gar kein Problem, das machen wir. Das ist wahrscheinlich das, was hier drinnen gelegen hat. Doch richtig gehört. Boah, eben aus der Hölle wieder, würde ich mal so schwer behaupten. Komm, mach auf den Puff. Ah, hier geht's natürlich nicht rein. Wieder eine beklemmende Atmosphäre. Okay, hier war das ja, wo das Video geendet hat. Alter, das sieht schon echt heftig aus, was hier abgegangen sein muss. Ich traue auch der Sache nicht ganz so wirklich. Haben wir noch. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Bomben, Alter. Aber das könnte uns vielleicht später noch nützlich sein. Haben wir denn hier? Starke Flüssigkeit. Chemikalien, Chemikalien, Chemikalien. Aber wir sind hier auch wirklich auf der Krankenstation, also sind wir hier. Ja, da ist doch das. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Boah, der kotzt ja schon wieder, Alter. Ey, dass die immer die Hand begutachten muss, Alter. Zurückziehen. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Tür. Also hier kommen wir definitiv nicht mehr weg. Oh, Alter, das muss jetzt auf jeden Fall. Komm, renn, 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 renn. Ah, nein, falscher Knopf. Puh. Junge, 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 Junge. Hat der mich schon wieder Nerven gekostet, ey. Und vor allen Dingen Muni wieder, was der gefressen hat. Jetzt muss ich auch erst noch beide loslösen. Guck mal hin, wie akkurat. So. Kraut haben wir noch. Würde ich sagen, machen wir uns noch hier eine und hier eine. Da sind wir wieder auf der Safe-Seite. Wir haben immer noch ein Kraut und könnten uns jetzt noch eine Muni herstellen für die Pistole. Das werden wir auch gleich machen. So, da hätten wir jetzt alles, was wir brauchen, um den Fahrstuhl in Bewegung zu nennen. Guter alte Walking Simulator.
War hier drüben nicht noch eine Kiste? Kann das sein? Das ist, nee, hier war keine. So, Sicherung einsetzen. Und hier noch das Kabel. Hä? Ah, hier. Wollte schon sagen, was ist denn hier los? So, wo war denn der Safe-Raum? War denn der Safe-Raum mit der Kiste? Der war hier, ja. Perfekt, nice. Dafür lobe ich mich mal selbst. So, wir nehmen das Schießpulver mit. Alles rüber, jo. Und machen uns noch Pistolenmunition und nehme jetzt erst die wieder. Und ja, man kennt es. Ich werde jetzt erstmal speichern. Wie gesagt, sicher ist sicher. Jetzt sind wir wieder auf einem guten Stand, würde ich mal schwer behaupten. Und werden dann jetzt mal ganz nach unten fahren in den Maschinenraum und schauen uns, was uns da erwartet. Weil da wird ja die kleine Snitch dann sein. So. Ab in den Maschinenraum. Wie gut, dass die leider mit runterfährt, ne? Oh. Ja, die Musik wird schon wieder dramatisch. Da oben drüber läuft einer. Oh, ich wusste es, dass hinter uns auch noch einer ist. Oh, Alter. Euer Ernst, hier kommt Scheiße. Hört man einfach mal nicht richtig hin und schon wird man von hinten wieder weggenutzt. Wieder eine Bombe. Ist mir ganz blöd gefragt, kann ich die hier? Die kann ich hier? Ja, die kann ich auch hier im Boden platzieren. Ja, Maschinenpistolenmuni, so läuft das. Ja. Shit happens, würde ich sagen. Kommt hier schon wieder so viel Muni. Ich glaube, das geht alles jetzt Richtung Bossfight. Oder besser gesagt, Bitchfight. Ja, die Räume kennen wir ja alle vom Video schon. Okay. Komm, 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 komm. Auf jeden Fall sehr effektiv. Alter, willst du mich verarschen? Schon wieder so einer von diesen Bastarden. Komm, 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 komm. Kotzender Fettsack, Alter. Ich glaube, hier brauchen wir zwei bei dem. Komm, 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 Junge.
Hat wehgetan, ne? Boah, Alter, dafür hab ich die Zeit mehr dafür, Alter. Ja, war klar. Jetzt, wo ich Stoff gerotzt habe und die Munition verschwendet habe, da explodiert er. Alles klar. So, schauen wir doch mal, was hier ist. Ja, Maschinenpistolenmuni, das ist richtig gut. Pistolenmuni ist auch immer gut. Nachladen. Das ist unsere Backup-Waffe, würde ich mal sagen. Stöhnt hier so ein bisschen. Machen wir das Ding mal auf hier, würde ich sagen. Antike Münze, jawohl, die rettet uns das Leben jetzt, Leute. Oh, Scheiß. So, ich guck gerade nochmal hier. Ich weiß, wir müssen in die andere Tür, aber wie gesagt, ich will halt. Jetzt, warte mal, ich muss gerade mal gucken, das ist das letzte Ätzmittel. Nee, die Tür ist auf, okay. Ich kenne nämlich mein Glück. Ja, Bombe mit Fernzünder, jawohl, super geil, das kann ich ja wirklich gut gebrauchen. Ah, guck mal da. Verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Jetzt wissen wir auch, wie das alles funktioniert, Alter. Das ist schon eine krasse Nummer, ne? Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du. Ah, jetzt sind wir wieder Eason. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehtun. Mag es ja nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? So befreit uns denn jetzt Mia? Wir haben keine Zeit. Mia, nimm das. Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen.
Okay, wir müssen jetzt hier den Fight gegen Mia kämpfen. Oh, Alter. Junge. Also das Schlimme an der Sache ist jetzt, sie hat Mia sterben lassen, aber das Gute an der Geschichte ist halt, dass Mia jetzt endlich frei ist. Und wir haben jetzt, wir sind schon wieder mit Null unterwegs. Also wir kommen hier nicht raus, also irgendwas muss ich hier noch machen. Ja. Wo zum Teufel bist du? Jetzt sind wir auf der Jagd nach der kleinen Snitch. Wir erstmal das durchsuchen, dass wir wenigstens ein Messer oder so wieder finden, dass wir uns wenigstens verteidigen können. Aber jo. Es ist alles deine Schuld. Aha, alles klar. Ich glaube, die Kleine hat wirklich richtig Probleme. Aber ich werde nicht los, dass ich glaube nicht, dass die so geworden ist. Ich glaube, Umbrella hat wirklich seine Finger im Spiel. Oh, wir sind wieder aus dem Schiff draußen. Oh, Gott sei Dank. Ja. So, dann würde ich sagen, dann machen wir doch hier ein kleines Folgespäuschen. Jetzt sind wir mit dem Schiff endlich fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, lasst doch ein Abo da, kostet ja nichts. Und ich sage dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Resident Evil.